Hey ho und willkommen zurück zu Genshin Impact, wie immer in 21 zu 9. Und wir fangen mal direkt an, diese Schatztruhe zu öffnen. Warum wir hier sind und nicht die Mission weitermachen, hat eigentlich einen einfachen Grund. Wir haben den getroffen und konnten endlich mal die Mission machen, wo es darum geht, einfach, naja, Verstecken zu spielen. Achso, dafür kann ich nichts. So, und weil ich das hier gesehen habe. Moment mal. Shayonas Grab. Die Schrift auf diesem Grabstein ist dicht und benennt die Geburtsdaten und das Todesdatum des Verstorbenen sowie einige Details zu seinem Leben. Es ist in ausgezeichnetem Zustand und in der Umgebung riecht es nach Wein. Jemand muss dieses Grabstein vor kurzem gereinigt und ein Weinopfer erbracht haben. Dieser Junge da vorne, der hat viel über seine Eltern geredet. Nur, ist das ein Geist? Die Schrift auf diesem Grabstein ist dicht und benennt, bla bla bla, wissen wir. Moment, wo... Er ist in ausgezeichnetem Zustand und es scheinen einige Blütenblätter verstreut zu sein. Jemand muss vor kurzem hier seinen Respekt gezollt haben. Hä? Von wo kam das denn? Naja. Wann kommen Mama und Papa wieder zurück? Ich glaube, das sind die Gräber seiner Eltern. Deswegen wartet er und ist noch so kindlich, also geistig kindlich. Ja, ich wohne hier mit Mama und Papa, aber ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind. Na, und deswegen muss ich in der Nähe bleiben. Wie sollen mich meine Eltern sonst finden, wenn sie wiederkommen? Sie würden sich bestimmt Sorgen machen. Das ist traurig und merkwürdig. Gut, dann haben wir den einen Vieh hingesetzt. Aber wo ist denn der zweite passende? Das war's schon. Das ist doch noch so ein zweites Ding. Wieso kam jetzt schon die Truhe? Warte mal kurz, Ausdauer, zack. Muss ich vielleicht doch nach oben? Ach, wieder so ein Geo-Ding, aber ich dachte, da kommen wir nicht so einfach ran. Müssen wir immer mal gucken. Eigentlich wollte ich missionstechnisch. Ach, komm schon. Dieses Event weitermachen. Müssen wir auch dringend machen. Ich will nämlich einen Charakter freischalten. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Falls ihr die Videoserie verpasst haben solltet, empfehle ich euch einfach mal oben rechts auf das i-Symbol zu klicken von YouTube, weil da verlinke ich nämlich meine Playlist. Und da sind ja schon einige Folgen zusammengekommen. So. Moment. Achso. Zack. Zack. Und zack. Okay, easy. Auch. Die Blume können wir nicht drehen, weil Yuki gerade nicht Anemo ist, sondern Geo. Ich sehe kein blaues Vieh gerade rumfliegen. Egal, aber wie die Stadt hier aussieht, durch dieses Event. Das sieht schon echt nice aus. Das sah schon in der Stadt schön aus. Zack. Findet ihr nicht? Egal, schnell, Mission weitermachen. Tiefe Wasser unter den Laternen. Die Mission ist jetzt auch vor kurzem freigeschaltet worden, weil die Missionen werden so häppchenweise freigeschaltet. Ach, wir müssen ja sowieso hier hin. Genau, da war ja was beim letzten Mal und ich bin leider runtergesprungen. Naja. So sind wir auf diesen Typen gekommen. Der lag, also der stand halt mitten auf dem Weg und... Wollt ihr mich verarschen? Lass mich doch... Manchmal rutschen die ab und dann kann man den Charakter nicht kontrollieren. Also Leertaste so drücken funktioniert nicht sofort. Zack. Zack. Zack.
Okay, die hätte ich vorher abschießen sollen. Ich dachte, ich hätte mit den Explosionsfass die besiegt, aber okay. Ich muss aber irgendwie so stehen, dass sie nicht wegfallen. Also wegfallen meine ich jetzt hier unten die Klippe. Zack. Ach so. Ich weiß gar nicht mal, ob das die sind. Ach, daneben. Graben. Ah, habe ich. Sehr gut. Achso, da oben kommen wir ja nicht hin. Okay, reisen wir mal zu ihr, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden. Die war hier. Zack, zack. Haben auf jeden Fall noch einige Missionen zu erledigen. Noch bevor das Event zu Ende ist. Also müssen echt viel spielen. Beziehungsweise ich muss halt schaffen, in kurzer Zeit große Fortschritte zu machen. Alle, hopp. Sieht echt cool aus. Und wir waren da eben oben. Ja, moin. Wanya, we're back with a fresh supply of Azurite and Vermilionite. I knew I could count on you. Let me see. Yep, without a doubt, these are Azurite and Vermilionite. But don't you want to make your wishes? You brought back just enough materials for both of you. Come on, get carving. Done. Paimon prays for a bottomless stomach to eat more delicacies with. And you? Let Paimon see. Huh? Well, that doesn't sound like something you'd wish for. Das ist der tiefste Wunsch meines Bruders, oder ich hoffe wirklich, der Wunsch für sie wird wahr. Oh, ich würde, glaube ich, das erste nehmen. So you made a wish for him instead. Don't you worry. Paimon will help you find him, and we'll spend the next lantern ride together. Then we'll release a gazillion shell lanterns to make up for all those wishes you've never had a chance to make. Das sollten wir sicherlich tun. If you're done with your carvings, you can hand over your Azurite and Vermilionite to me. Miss Wanya. Aha. Well, hello, Chang Chang. What's up, little missy? Can't find your granddad? Granddad said he's busy and I should go play on my own. I want to make a shell lantern, but I don't know how. Miss Wanya, could you help me make a shell lantern? Sure thing, but promise me that you'll go back home as soon as we're done playing. With so many people at the festival, your granddad will be worried sick if you stay out too long. Thank you, Miss Wanya. I'll be a good girl. I promise. Also, du kannst auch Laternen basteln? I certainly do. That's how I made my first Mora, helping visitors make shell lanterns by the docks. Ah, good times. I should really stay here to keep an eye on the girl. Hey, could I bother you to go to the construction site at the dock and gather some building materials? Ich helfe gerne. Great, thanks. I appreciate it. Da machen wir das auch. Direkt auf den Weg. Wo steht der? Achso, ja gut. Look over there. That guy's acting very suspicious. Don't you think? Paimon hat entweder Hunger oder muss Detektiv spielen. Habe ich so einen Eindruck, aber naja. Hey, what you doing? What you staring at me like that for? Get gone. Huh? All right. If you all won't get gone, I'm just gonna get going myself, I guess. Okay. Wow. Paimon thought he might be a shady character. Then he opened his mouth and now Paimon's sure of it. He must have been up to something when he was crouching down on the ground, because as soon as he saw us approaching, he stood up and acted all innocent. Paimon has a bad feeling about this. What could he be up to? Let's investigate. Okay. Untersuchen. This area is full of construction supplies for the Mingxiao lantern. Paper, oil, wood?
Hier liegt Stoff. All highly flammable materials. Oh Gott, will er das verbrennen oder zerstören? On the last day of the lantern rite, huge crowds come out to watch the Mingxiao lantern being released. It can't be a good sign if there's a suspicious character lurking around somewhere so dangerous. If he's been tampering with the stockpile of lantern supplies... Let's get the materials we came for first. We can tell Wangya about the situation when we get back. Paimon, du nimmst das ernst. Warum denn eigentlich? Because everyone in Lilei has worked really hard for this. No one should be allowed to spoil it, period. Was ist der wirkliche Grund? Oh, fine. There's so many delicacies in Lilei Harbor. Matsutake meat rolls, mora meat, almond tofu. Liest du das von einer Karte ab? Wahrscheinlich Speisekarte sogar. Oh Gott. Ah ja. Sie ist cool. Beschaff die Materialien für die Laternen. Der steht jedes Mal auf. Hey, what you doing? What you staring at me like that for? Get gone! Huh? Ach, der sagt das gleiche. Alright. If you all won't get gone, I'm just gonna get going myself, I guess. Okay. Ja. Komisch. Naja, egal. That should be enough. Let's get back to Wangya. Machen wir. Schnell, schnell. So, das kleine Mädchen steht da immer noch. Did you get the materials? Na klar. Ah, yes, these will do. Let me make a shell lantern for Ching Ching. Es gibt aber noch mehr zu sagen. We saw a shady character skulking around the highly flammable materials at the construction site. He looked like he was up to no good. I see. Okay, please inform the Ministry of Civil Affairs about what you saw. I'll talk to Jingming. With so many people visiting for the lantern, right? We can't afford to ignore something like this. Miss Wangya, is something bad gonna happen at the lantern, right? Not to a darling little angel like you, Chang Chang. Come on now, good girl. Head back to your granddad and don't get distracted along the way. We don't want to make him worry. So, dann werden wir das mal melden. Wie viele Tage hier schon vergangen sind. Das Fest muss doch irgendwann mal anfangen. Zack. Halt! This is the Liyue Ministry of Civil Affairs. Gut, genau da wollen wir hin. Wir sind hier, um von einem verdächtigen Individuum zu berichten. Yeah! We saw a shady looking guy snooping around near the stockpile of highly flammable Mingxiao lantern supplies. We must defend the grilled tiger fish food stall at all costs! Goodness. This is a serious matter indeed. Exactly what Paimon thought. Liyue Harbor's cuisine is the heart and soul of the city. It seems we disagree on where the seriousness of the matter lies. But you're not wrong, my little friend. Rest easy. The Ministry of Civil Affairs has assigned a specialist to keep the lantern rite safe. I will inform him of this matter and order him to step up vigilance in due course. In due course? Serious? Why not get your butt over there and tell him straight away? I wish I could, but he's yet to return. He's taken a small team to Guili Plains. Ich gehe in die Guili-Ebene und sage es ihm oder ein neuer Tag, eine neue Mission. Ach, komm, nehmen wir das Erste. Huh? But you're a traveler, aren't you? You've come all this way for the lantern rite, and yet you are willing to lend a hand? Our pleasure! We're experts in this kind of stuff. We lend hands all the time. Oh, like the time we... Sag's gleich nicht. überlass das uns. Really? Huh. Then we are indebted to you. Travelers are so kind these days. Ah, yes. No commission should go unpaid. I will take care of the compensation. Again, thank you both. Gerne. Dann müssen wir wahrscheinlich ein Stück reisen für, ja.
Ich glaube, hier ist es ein bisschen einfacher. Schauen wir uns das mal an. So. Dann klettern wir hier hoch. Zack. Zack, hier über den Berg, über den Hügel, wie auch immer. Ach, kämpfen die? Ja, doch, sieht so aus, als wäre... Oh, die werden gegen so ein fliegendes Vieh kämpfen. Ah, ne, doch. Ja. Why would they gather together like this? We can't let them get away with being a menace to the people here. Let's show them what we've got. Alles klar. Oha, die Puppe. Okay, wenigstens in die Richtung. Hey, hat er abgehört? Ah, ich habe das Schutzschild getroffen. Zack. Try not to enjoy this. Don't get frostbite. Don't push your luck. Ich will lieber ihn treffen statt sein Schild. Ja, wobei sein Schild ist auch so gut wie down. Zack. Zack, du wirst nichts auf mich werfen. Zack. Who are you? Giant hat uns geschickt. Wobei, das stimmt eigentlich nicht. Wir haben uns selbst dahin geschickt. Oh. Thank you. If it weren't for your help, today may have ended quite differently. Was genau tust du denn hier? I'm in charge of keeping the lantern right safe. A lot comes out of the woodwork at this time of year. There are thieves around every corner. I encountered one during my patrol just now, so I called a few men and we pursued them out here. Once we got here, we decided to split up. I was searching this area. The thief seems to have made a clean getaway, and I sure didn't bank on these monsters being here. I was just assessing whether it would be better to send for reinforcements or find another way to disperse them. And that's when you showed up and dealt with them. And thank goodness. I don't know how long it would have taken for the others to get here. Well, I need to get back to looking for that thief. But thanks for your help. Until next time. Wait a second. We're not done here. Yep. Oh, is there something else? Eine verdächtige Person befindet sich unten am Hafen. Another one? It's interminable. Right. Well, when I get back, I'll get the other troops to be extra vigilant in the area. In the middle of the festival, too. What are they up to? Do you get the feeling... Dass der Rat für allgemeine Angelegenheiten der Sache gewachsen ist? Oder vielleicht sollten wir dies in unsere eigenen Hände nehmen? Nee, das Letzte. Paimon thinks so, too. With our wealth of experience, adventuring far and wide, we should be able to get to the bottom of this. So let's go back to the place where we witnessed the shady-looking guy. Paimon here is from patrol officers that criminals love to go back for another look at the crime scene after the event. It's a psychological thing, apparently. Aber das Verbrechen ist noch nicht geschehen. Zumindest nicht, dass wir es wissen. That's why there's no time to lose. When there's highly flammable materials involved, once the crime happens, it'll be too late. Ja, so wie die meisten Gesetze in Deutschland, die erst greifen, wenn, naja, schon ein Verstoß stattgefunden hat. Told you I'd win. Ich hatte so ein Gefühl gehabt, dahin zu laufen. Zack. Runter mit dir. So. Ich wollte jetzt nicht ein Ding hier nicht kaputt schießen. So, kann ich mich denn trotzdem teleportieren? Ich weiß es nämlich nicht. Aber nehmen wir hier das da. Ach komm, nehmen wir das da. Aber wir haben auch eine Erkundungsbelohnung. Da. Können wir direkt abholen. Wenn wir da schon um die Ecke sind, würde sich das gut anbieten. Das war da oben, glaube ich. Ja, genau. Ja, moin. Zur Erkundung entsenden. Yay! Machen wir nochmal. Hey!
Ach so, stimmt. Keia hat es ja auch geschafft. Ja, so. Wo war das dann mal? Ja. Kann ich das hier nochmal machen? Nee. Ach komm, machen wir, dass wir das in einem gleichen Gebiet auf der gleichen Karte haben. Eigentlich könnte ich halt noch eine schicken. Machen wir mal Liu. Gute Frage, eine gute Frage. Nehmen wir diese einfach mal. Wir haben ja die Charaktere. Hätte ich eigentlich die ganze Zeit machen können. Aber naja, gut, ist halt so. Ich näher mich das Spielkonzept hier so immer schrittweise. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich hätte eher eine andere Perspektive genommen. Egal. Gehen wir zum Dieb. Da unten nicht. Genau, wir mussten hier oben bleiben. Wir gehen hier hinten so die paar Stufen runter. Bestimmt ist der nicht alleine. Aber bestimmt fehlen Sachen. Oh. Knew it. Wollen wir ihm hinterher? Wait, there's another person. Yep. Kennen wir. Sprich mit Xiao. What are you doing here? Huh? Xiao? Are you here for the festival? I have no interest in Lantern Rite. I sensed a malign influence here. I'm here to investigate. When a shackle is loosened in the realms of deities and demons, I take full responsibility. But this time, the threat comes from the mortal world. Your world. Thus you shall take full responsibility, mortal traveler. When the time comes, I hope you shall act promptly and decisively. I do not wish for the tassel of the polearm that has slaughtered countless demons to become stained with mortal blood. What's this? A symbol that your suspected evildoer left behind. Ich erkenne das, glaube ich sogar. Oder Moment mal, warte. Es sieht aus wie hier, wie so ein Adler. Irgend sowas naht. Es könnte vielleicht von irgendeiner Ruine sein, wo hier diese Plattform ist, was wir vor... Ich glaube, im letzten Video haben wir sowas in der Art gesehen. So ein Kreis, wo dann ein Monster ist. Oder es sieht ein bisschen so aus wie diese Anemo-Monster. Diese fliegende Kugeln mit diesen Wirbelwinder und so. Das haben wir, glaube ich, auch im letzten Video getroffen. Also, interpretiere ich halt so. Doesn't look familiar to Paimon. Well, you will have to show me how much you can accomplish on your own strength. Because if I become involved, there is a possibility that the streets of Liyue Harbor will be painted red this Lantern Rite. Rot klingt doch schön, aber nee, das wollen wir vermeiden und... Well, that sounds terrible. Eben. Let's not be impulsive. Why don't we figure out the origins of this symbol first? The one the suspected criminal left behind. Oh, Paimon has a sneaking suspicion that Kaya will know something about it. Ja, könnte durchaus sein, ne? Aber müssen wir doch wahrscheinlich ein ganzes Stück reisen. Ja, dachte ich mir. Nehmen wir hier diesen Teleporter. Dann können wir da hingleiten. So, hier waren wir ja schon ewig nicht mehr gewesen. Erschlagen von diesen. Na ja, gut, man kann nicht erschlagen werden. Was ist das denn? Achso. Ich dachte, ich könnte es aufheben. Aber um ehrlich zu sein, was Keia dazu zu sagen hat, werdet ihr erst in der nächsten Episode erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen. So könnt ihr mich nämlich am besten und am effektivsten unterstützen. Drückt auch direkt das Glockensymbol, weil ihr dann eine Benachrichtigung kriegt, wenn ich dann einen Stream starten soll. Like. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Ja, Amber, das wissen wir schon. Jedenfalls like, dislike, kommentiert meine Videos, egal ob Anmerkungen, Fragen oder ähnliches. Ich versuche sie immer zu beantworten.
Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich im Video verlinkt habe, und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!